Laser-Wiese-Weltmeister Philipp Bull liegt nach seinem zweiten Tag bei den Segel-Weltmeisterschaften der olympischen Klassen vor dem dänischen Aarhus weiter in Lauerstellung. Der Mitfavorit fiel nach 4 von 10 Rennen plus Medaillenfinale allerdings vom 5. auf den 7. Platz zurück. Ausschlaggebend war Rang 19 im dritten Rennen. Wir können von 10 Ergebnissen bis zum Finale 1 streichen. Das Streichresultat hätte ich mir lieber für die Hauptrunde aufgehoben, erklärte der 28-jährige Bull. Philipp Kasiske sorgte im Findingi für den ersten deutschen Tagessieg bei dieser WM. Als Gesamtneunter zog der 23-Jährige in die Hauptrunde ein. Die Olympiadritten Erik Keil und Thomas Plössl belegten nach drei Rennen der 49er Segler nur den 16. Rang, zwei Plätze dahinter rangierten Tim Fischer und Fabian Graf.